Entwicklung mal nach Arbeit aus, was? Ja, man hat mir gesagt, ich soll ein bisschen was erzählen, damit die Moderatorin nicht so rennen muss. Ich hatte natürlich deswegen extra eine erfahrene Laudatio vorbereitet. Der Veranstalter hat mir nur gesagt, ich darf keinen der Sponsoren beleidigen oder soll auch sonst nicht so viele böse Witze machen, deswegen... Oh. Tja, ist kein Problem, wir produzieren das einfach. So, ist Zeit. Vorhin, vorhin war ich auf der Toilette, ja, und keine Sorge, das wird nicht so geschmacklos, wie es anfängt. Vorhin war ich auf der Toilette und Sie werden feststellen, auf der, zumindest auf der Herrentoilette, gibt es unter dem Spender für die Papierservierten einen Mülleimer. Und das sehe ich rund um diesen Mülleimer herum, genau diese Papierservierten. Ja? Auf einer Spieleentwicklerveranstaltung ist das motorische Geschick nicht ausreichend, um diese Papierservierten in den Mülleimer zu befördern. Schönen Dank, Casual Game Entwickler. Ja? Spiele nicht. Ja, wir haben sogar historische Premiere, wir haben das erste Mal quasi so eine Art Browser-Game, also nicht, was man sich so drunter vorstellt, so die 6er-Tabellen, sondern so ein richtiges Browser-Game, so ein neumodisches. Ja. Und man hat ja auch gesagt, man soll ein bisschen was über die Nominierten erzählen. Ja. Die Nominierten, das sind ja harte Zeiten in der Spielbranche, spiegeln das so ein bisschen wider, wenn man sich so die Titel anschaut. Haunted, Black Prophecy, Crisis. Ja. Also, liebe Entwickler, da müsst ihr euch nicht wundern, wenn die bei der Hälfte die Publisher pleite gehen. Ja? Bei solchen Titeln fordert man das Schicksal geradezu heraus. Ja? Kann man sich vielleicht erlauben, wenn man Crytek heißt, ja? Aber ansonsten wird es dünn. Und dann gibt es natürlich noch Harvest Neue Augen. Fantastisch, ich habe früher immer gedacht, das ist so ein Codewort für russische Spiele-PR. Aber, ja, das stellt sich heraus, das ist ein ganz hervorragendes Adventure-Spiel. Für alle, die das alles noch nicht gesehen haben, gibt es Trailer. Black Prophecy, Reaktor Media. Crisis 2, Crytek. Harveys neue Audi. Dann wollen wir noch mal nachschauen, wem ich gleich die Hand reichen darf. Ah, wir wissen alle, der Entwicklerpreis dauert 90 Minuten und am Ende gewinnt Dedelic Entertainment. Und von den gesamten Qualitäten konnten Sie sich bei der Aftershow überzeugen. Herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Entwicklerpreis Beste Story. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei der Jury bedanken, bei der Akademie, bei Rondo Media, bei meinem Team. Und wir sind jetzt fast 5 Jahre alt, also im Januarwende 5 Jahre alt. Von der Sorte haben wir jetzt, glaube ich, 14 Stück. Also wir haben uns in Essen schon wohl gefühlt. Wir fühlen uns ehrlich gesagt, ich glaube, in Düsseldorf auch ganz gut. Wir haben ja vorhin noch 2 Preise gewonnen. Also heute 5 mehr davon zu haben, sehr gutes Gefühl. Apropos Geschichte, also ganz groß an unserer Geschichte mitgeschrieben. Haben verschiedene Leute, also unsere eigenen Geschichte des Unternehmens. Der Klaas Paletta zum Beispiel, der uns jetzt nach 4,5 Jahren verlässt. Wir wünschen ihm viel Glück und wollen uns bei ihm bedanken, weil er natürlich einen Großteil dazu beigetragen hat, dass wir auch heute hier stehen. Wir sind so eine Art Ausbildungskämpfe und schicken dann gute Leute auch mal woanders hin. Der Projektleiter, genau bei Harveys Neue Augen, der hilft jetzt InnoGames, gute Spiele zu machen, Daniel Schäfer. Ja, und ein paar Leute bleiben natürlich auch, es sind jetzt knapp 60 Leute.
und die sind auch glücklicherweise morgen wieder bei der Arbeit und arbeiten an neuen großartigen Spielen und die Story, wie die zustande gekommen ist, müsste der Jan vielleicht auch nochmal sagen. Oder willst du lieber nicht? Ich kann das auch heute hier stehen. Wir sind so eine Art Ausbildungskampf und schicken dann gute Leute auch mal woanders hin. Der Projektleiter, genau bei Harvey's Neue Augen, der hilft jetzt InnoGames, gute Spiele zu machen. Komm noch mal nach vorne. Ich habe ja eben bei der letzten Verleihung habe ich leider Carstens Ansprache verpasst. So viel zum positiven Teil. Ich und deswegen weiß ich auch leider nicht, wie man alles gedankt hat. Nochmal von mir zu Rondo Media. Wir haben ja, die Firma, also unser erstes Spiel, das wir selbst entwickelt haben und auf den Markt gebracht haben, war ja Establish Out. Das war ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel. Und deswegen nochmal ganz, ganz großen Dank, dass wir für eine Fortsetzung zu diesem Spiel nochmal unterstützt haben. Und ja, uns auch nicht gezügelt haben, das Spiel noch merkwürdiger zu machen. Und ja, besonderen Dank natürlich an meine Crew, stellvertretend hier, meine drei Lead-Scripter, ganz außen die Claudia, der Alex, der Simon. Und natürlich Dank an die Crew zu Hause, die dafür gesorgt haben, dass das Ganze so merkwürdig ist. Und jetzt sind Sie dran. Ich habe was dabei für einen aus dem Publikum und ich suche einen ganz besonders Freiwilligen, denn ich möchte ja heute Abend noch ein bisschen...